liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen hier auf der Spiel. Und zwar in den heiligen Hallen, in den geheimen heiligen Hallen der Frosted Games. Ja, und da haben wir einen ganz neuen, ein neues heißes Eisen aus dem Feuer gezogen von den Frosted Games. Und das ist der Benjamin, der will sich kurz vorstellen. Ja, normalerweise sage ich einfach mal, hi, ich bin's, der Ben. Und das reicht normalerweise, manchmal. Ich bin jetzt der neue Redakteur bei Frosted Games, sozusagen der erste offizielle große Mitarbeiter. Frosted Games ist ja ordentlich gewachsen, sozusagen, also direkt um 100%, könnte man sagen. Und seit Mai bin ich dabei. Das ist schön. Und was für Projekte hast du dann so im Petto? Ich meine, ab Mai, da hast du noch nicht viel mit denen zu tun, was jetzt rauskommt. Eigentlich habe ich mit allem zu tun, was da rauskommt. Oh, super, das ist natürlich toll. Okay. Genau, also von Reikold habe ich übernommen. Der Matthias hat die wunderbare Gestaltung des Spiels betreut und das Development gemacht. Und ich bin nur noch bei den Regeln und bei den Kartentexten mit eingestiegen. Mhm. Aber ich habe jetzt der Unterhändler gemacht, ich habe Vetternkrieg gemacht. Okay. Ich habe 13 Minuten schon gemacht, was wiederum bei Pegasus erschienen ist. Mhm. Was habe ich noch alles gemacht? Also eigentlich alles, was da steht, was wir hier verkaufen. Wahnsinn, also, das ist ja absoluter Wahnsinn. Da bist du ja genauso ein quirliger Bursche, sag ich mal. Ja, gut, du bist von deiner Vergangenheit auch sehr umtriebig und so. Du bist eigentlich immer umtriebig. Der Matthias ist ja genau das Gleiche. Ist das Frosted Games, ist das ansteckend, ja? Muss sein. Also mit dem Matthias verbindet mich auch sehr viel. Deswegen ist es sehr schön, dass ich bei ihm gelandet bin, weil wir uns eigentlich schon seit Anfang an kennen. Also seitdem ich Spiel Lama gemacht habe, 2011, kennen wir uns eigentlich schon, und deswegen ist es für mich richtig cool, jetzt einzusteigen und vor allem jetzt, wo wir so viel machen und wo auch Matthias so abgeht mit Frosted, ja, und dann ist es natürlich besonders schön, auch damit live dabei zu sein und vor allem da mitgestalten zu können. Das ist natürlich immer besonders schön. Wow, das ist wirklich toll. Und was hast du dann so für neue? Der Matthias hat schon gesagt, dass sehr viele Sachen da er noch im Köcher hat. Und ich nehme an, auf der Hälfte der Pfeile steht dann dein Name. Da wollen wir auch gucken. Also ich denke ja, aktuell machen wir natürlich Dawn of the Zeds, was das große Zombie-Spiel ist, aber nicht so, was man kennt. Also es geht nicht um pures Zombie-Gekloppe, sondern wir nennen das ultimative Zombie-Survival-Spiel. Ah, okay. Weil es tatsächlich eher in das geht, was man bei Computerspielen kennt, also dass man tatsächlich auch rausgeht und nach Zeug sucht. Wie gesagt, natürlich muss man auch die Zombies bekämpfen, aber wir können auch Stellungen bauen, wir können auch Barrikaden errichten, wir können forschen nach einem Gegenmittel gegen die Zombieplage und lauter so Sachen. Also das ist richtig groß und richtig viel. Das mache ich gerade, und wir haben auch schon Nemo's War mehr oder weniger angekündigt, was auch in diese Tradition geht, also auch ein Solospiel, was man auch kooperativ spielen kann, wo man die Abenteuer von Captain Nemo nachspielen kann. Wow, Abenteuer von Captain Nemo, das hört sich ja super gut an. Genau. Unterseegeschichten, einfach klasse. Gut, nee, Jules Verne dann noch dabei, ja. Genau. Wahnsinn. Ja. Und richtig geil illustriert von Ian O'Toole, den kennt man von den vielen Eagle Griffin Spielen, also gerade was wie Lisboa, jetzt ist er hier mit Escape und so da, also der ist ein richtig, was der macht, ist einfach fantastisch, und was der bei Nemo's War gemacht hat, ist auch unfassbar gut, und deswegen zieht es einen auch da wirklich unter Wasser und kann die Abenteuer erleben. Also von euch ist er eher, ich habe euch jetzt so eher als Nische wahrgenommen, als Nische der wirklich speziellen Spiele, aber das ist ja keine Nische mehr. Das ist ja eigentlich, dann, das wird ja richtig zum Mainstream. Also was wir versuchen, ist im Grunde genommen, wir machen eigentlich zwei Sachen. Das heißt, es kommen bei uns auch immer große 2- bis 4-Spieler-Spiele raus, auch Expertenspiele. Wir haben mit Reikold natürlich auch einfachere Kost. Wir haben jetzt unsere im Grunde genommen History in Games-Reihe. Das heißt also, wir haben jetzt angefangen mit Hochverrat, mit dem 13 Tage, das sind ja alles schon so Spiele, Eiserner Vorhang. Das sind alles Spiele, die sich an historischen Themen bedienen. Da werden wir natürlich auch noch mehr machen in die Richtung und auch eigene Entwicklungen rausbringen, auch sehr spannende eigene Entwicklungen rausbringen, über die ich noch nicht reden kann. Aber wir fahren da mehrere Schienen, aber wir haben schon unsere, ich sag mal, spezielle Nische. Das ist so, was ich sagen würde. Also wir sind nicht ganz Nische, aber wir bedienen unsere Nische.
Und das wird immer größer, das muss ich sagen. Und das ist, Frosted Games ist immer auffälliger am Markt. Das ist, Trick and Trouble hat mich sehr begeistert. Also das, wir haben da ein Let's Play dann gemacht dabei. Das ist richtig, richtig gut gelaufen. Das ist so, wie wir es nicht so erwartet hätten, muss ich sagen. Weil es eigentlich nur, das Schade ist daran, dass man es gerade für 3 Spieler spielen kann, so ähnlich. Aber Skat kann man auch nur zu dritt spielen. Ne? Aber es ist, ja, kommt da noch was, dass es so Veränderungen gibt, vielleicht in Richtung 4 Spieler? Modus oder sowas, dass es sowas gibt? Noch ist nichts geplant. Wir gucken mal den Erfolg an. Übrigens, das ist tatsächlich eins der Spiele, die ich nicht betreut habe. Okay. Du hast das rausgepickt. Das hat tatsächlich Matthias. Nein, alles wunderbar. Dieses unfassbar gut aussehende Spiel, finde ich, hat Matthias alleine gemacht. Das ist unglaublich. Ich selber habe es erst kennengelernt, als es schon praktisch fertig war. Und ich fand es begeistert. Ich weiß, wie das Problem ist, wenn man zu dritt ist. Ich spiele ganz, ganz viel zu zweit. Matthias auch. Deswegen macht er auch viele Zweispielerspiele. Und aber es gibt so viele Spiele, die funktionieren in einer gewissen Konstellation sowieso schon am besten, dass genau. Wir dann sagen, dann kann man die auch gleich sagen, das geht halt nur zu dritt. Und wenn man dann mal zu dritt ist oder sagt, ne, dann kann ich auch sagen, jetzt spielen wir halt dieses Spiel dafür. Dann holen wir es aus dem Schrank. Nee, genau. Das ist genau richtig. Das denke ich, ja, das ist, hört sich gut an. Ich meine, Skat spielt man sonst auch nochmal. Ne? Also das gibt es ja auch nochmal. Genau, und es gibt ja auch diesen großen Granddaddy der Stichspiele in der Spielwelt, Tichu. Ja. Und das kannst du auch nur zu viert spielen. Und ja, wenn dir halt jetzt genau. Der eine Mitspieler für Tichu fehlt, dann spielst du halt Trick and Trouble. Ja, das ist eine gute Alternative. Das ist eine gute Alternative, genau. Ja, und was erwartet euch sonst noch? Habt ihr schon einen besonderen Ansturm jetzt gehabt in Essen? Hat es euch überwältigt oder ist das, was ihr erwartet habt bisher von den Also wir sind begeistert, wie viele Leute tatsächlich Reikhold richtig gut finden. Also die setzen sich hin, sind total begeistert, finden auch den Story-Modus toll und das finden wir natürlich schön. Ja. Und es kommt wirklich gut an. Wir sind nicht der Stand, wo die Schlangen schon außenrum dreimal stehen. Ja. Da gibt es andere. Aber das ist eben, wir sind noch... Nische, das ist was du meinst mit Nische. Wir sind schon noch klein, wir sind nicht auf dem. Wir haben auch jetzt das erste Jahr, dass wir so richtig Spiele machen. Wir sind bekannt gewesen für den Adventskalender. Der wird uns genau. förmlich aus den Händen gerissen. Ich habe noch nie so viele Adventskalender verkauft sehen. Also es ist unglaublich. Und wir haben erst Oktober, ne? Wir haben erst Oktober, da denken die Leute schon an Weihnachten. Genau. Und, ja, aber gut, letztes Jahr war auch früh ausverkauft. Ne? Also hier nochmal an der Stelle ein bisschen Druck. Leute, holt euch den Adventskalender, solange er noch da ist. Definitiv, ja. Also der geht wirklich warme Semmeln. Genau, okay, gut. Und dann würde ich sagen, dann wünschen wir euch noch was, einen tollen Messeaufenthalt und dass es die Messe gut läuft und hinterher auch, dass du... dass alles einfach gut wird, zu eurem Glück, zu unser aller Glück natürlich, dass es in der Brettspielwelt einfach ein großer Tortenguss mit überzogener Verlag existiert. Genau, hervorragend. Gut, danke. Alles klar, danke. Ciao. Tschüss.